Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Don't Starve. Jetzt nicht mehr mit Perücke, sondern mit Hut und Sonnenbrille. Aber wisst ihr was? Wenn ihr jetzt diese Folge gerade guckt, dann seht ihr einen historischen Augenblick. Es geht mir nämlich irgendwie total auf den Senkel, wenn ich jetzt öfters mal Facecam mache, mich immer da so zu verkleiden und so. Ursprünglich kommt ja dieses Verkleidung von meinem Comedy-Kanal. Ich werde mich jetzt entkleiden. Keinen Schreck kriegen. So sieht er in echt aus. So sieht er in echt aus, Herr Ufo-Mann. Und eine Brille. Ist auch besser zum Spielen, weil ich dann mehr sehe. Oh, das Licht blendet so. Ah ja. Das ist echt zum Spielen besser, weil hier wird ja nicht Comedy gemacht, sondern hier wird gearbeitet. So, jetzt geht's los. Und wir haben die Folge 19, wenn ich mich nicht völlig geirrt habe. Und wir setzen unser Spielchen fort. Ich hoffe mal, die Brille ist einigermaßen angemessen diesem nennenswerten Augenblick. So, und es geht weiter. Wir müssen ja warten, bis die Nacht vorbei ist hier mit unserer Protagonistin. Unser Herz ist runter, unsere Herzenergie ist runter, Mann. Herzenergie runter, doof. 5 Seile haben wir. Kann man hier noch einmal Asche, okay. Eine Schaufel können wir ja noch nicht machen, wa? Nee, aber eine Spitzhacke haben wir noch gar nicht. Machen wir uns mal gleich. Haha, es wird wieder hell. So, jetzt könnten wir ja mal dran denken. Oh, wir haben 18 Holz schon, das ist natürlich cool. Wir brauchen... Oh, da ist ein Friedhof, da liegt Gold, okay. Wir brauchen, ja, guck nicht so, das ist ungewöhnlich, mich so in echt zu sehen, ohne Verkleidung, wa? So. Ah, Gold, komm, Gold, nehmen wir mit. Kostenloses Gold. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier bedroht wären. Wenn wir eine Schaufel hätten, könnten wir hier ausgraben, die Gräber. Haben wir aber nicht, im Moment. Ah, die Goldklumpen nehmen wir mit, oder? Cool. Aber was wir nicht vergessen sollten bei aller Goldgier, wir brauchen Nahrung. Siehst du, so, jetzt können wir ein festes Feuer bauen, das ist schon mal cool. Ich würde jetzt aber mal bevorzugt nach Nahrung suchen. Ich hatte, glaube ich, sogar schon Hasenfallen aufgestellt, wa? Guck mal hier. Aber hier sind keine Fallen, wa? Na komm, das nehmen wir mal mit. Wobei, jetzt mühlen wir uns ja unser Inventar zu, oder? Oh, es blitzt. Entweder ist das meine Lampe hier oder es blitzt da. Ja, es blitzt. Wo habe ich denn die Hasenfallen? Gott sei Dank sehe ich jetzt ein bisschen mehr. Guck mal hier, ein Osterei. Das ist bestimmt von dem Vogel. Habe ich hier in diesem Level noch keine Fallen aufgebaut? Doch, hier ganz unten. Oh Gott. Da müssen wir jetzt hier runter und den Weg runterrennen. Okay. Das ist unser Spawnpunkt. Ja gut, dann machen wir das mal. Und sammeln die Nahrung, die wir auf dem Weg noch finden, ein. Und dann bauen wir da, wo die Hasenfallen sind, Nahrung. Bauen wir da, wo die Hasenfallen sind, unser Hauptlager. So. Na gut, ich nehme mal mit, wenn du hier schon so im Weg rumstehst. Und vielleicht können wir da noch mehr Hasenfallen aufbauen. Ja, renne, 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 renne. Hier ist der Spawnpunkt, sehr schön. Samen nehmen wir mit. Guck mal, wir machen... Oh nein, wir haben nicht genug Zeug für Fallen. Genug Gras. Ah, guck mal hier, haha. Sehr schön. Machen wir die Asche weg, okay. So. War jetzt hier nicht ein Hase drin, oder was? Nee, leg die mal genau über den Baum, Mann.
Oh, Gras, okay. Jetzt können wir wieder eine Falle bauen, okay. Gehen wir hier mal stationieren. Gras. Gras. Wie viele Hasen haben wir denn jetzt? Warum haben wir denn nur einen? Oder sind Moorrüben, das ist gut. Und das Gras mit. Holz haben wir noch, okay. Brauchen wir uns also nicht drum kümmern. Ah, Mist. Das kann man hier wegschmeißen. Die Seile will ich nicht wegschmeißen. Ein Holz können wir wegschmeißen, okay. Oh, da ist noch eine Moorrübe, sehr schön. Ich sehe mich schon, und hier unser Essen geht langsam wieder zur Neige. Wenn wir mal die Moorrübe hier noch mitnehmen. Ja, ist ja auch besser, so ohne Sonnenbrille, dann sieht man ja auch die Augen. Die kleinen Schweinsäuglein. Hallo. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, okay, dann werden wir die Tannen abzapfen fallen lassen. Gut. Moorrüben, okay. Gras. Gras. Beeren. Beeren. So, sehr schön. Sobald es dunkel wird, haben wir uns hier den Wamst voll. Da ist noch eine Möhre. So, jetzt wird es dunkel, aber jetzt ist noch nicht die Dunkelheit, wo ich mir ein Feuer machen muss. Weil erfahrungsgemäß kommen hier in der Dämmerung noch keine Monster. Wir haben schon den dritten Tag, das ist sehr cool. So. Jetzt wird es draußen dunkler, dadurch wird dann die Beleuchtung komischerweise, wenn es draußen hell ist, hast du ganz schwaches Licht mit der Webcam. Oh, da ist gerade ein Baum eingegangen. Wenn da aber. Wenn es dann draußen dunkel ist und du hast nur noch hier diese futzlige UFO-Mann-Studio-Beleuchtung, kann er nicht mehr tragen. Dann ess es doch. Kannst du es essen? Nee. Nee, kannst du auch nicht. Okay. Dann sind ja noch mehr Bären. Was man hier an Gras braucht, ist unglaublich. Vielleicht haben die es extra so gemacht, dass man immer sagt, ich brauche Gras, ich brauche Gras, ich muss mehr Gras anpflanzen. Ich brauche mehr Gras. Ah, ein Bumerang. Oh, ein Bumerang. Und was mache ich damit? Ich kann ihn nicht um. Was kann ich denn jetzt wegschmeißen? Den Hasen schmeiße ich bestimmt nicht weg. Sollte ich hier dann mein Hauptlager vielleicht machen? Ja, was soll der Geiz? Ich mache hier mein Hauptlager. So. Schön. Und dann holen wir uns hier die Moorrübe noch. Das Gras. Oh, gleich wird mir wieder schwindelig vor lauter Hunger. So, jetzt zurück zum Feuerchen. Noch was nachlegen. So. Und jetzt werden wir mal eine ausgedehnte Kochsession machen. Okay. Bären kochen. Nein, nicht essen, kochen. Gibt's denn sowas? Ja, okay. Oh, jetzt haben wir noch 5 Möhren. Komm, den Hasen würde ich auch noch kochen. Da kriegt man, glaube ich, schon ein bisschen mehr, oder? Naja, hält sich in Grenzen. Dann machen wir noch ein paar Möhren und dann ja, mam. Nein! Kochen. Essen, essen, essen. Okay, so, jetzt ist das Nahrung voll. Super. Jetzt können wir den Bumerang aufnehmen. Okay. Haben wir die Axt noch in der Hand? Jo, dann fällen wir mal den Baum hier. Sehr schön.
Ja. Noch ein paar Setzlinge mitnehmen. Klasse. Oh, diese Nacht ging aber schnell vorbei. Wisst ihr, was mich interessieren würde? Ob ich schon eine Wissenschaftsmaschine bauen kann. Dann könnte ich mir nämlich eine Schaufel bauen. Was fehlt mir dafür noch? Gold habe ich genug? Felsen. Die sind irgendwo draufgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die draufgegangen sind. Brauche ich noch Felsen? Okay. Ah, die Samen muss ich mitnehmen hier. Jetzt haben wir sogar Platz wieder für Blumen. Die werden wir sogar gleich essen, damit sich unser Herz wieder auffüllt. Oh, sehr schön. Jo, jetzt liegen natürlich keine Felsen mehr rum, jetzt wo wir sie brauchen. Jetzt wo wir sie brauchen. Hier ist das Wurmloch oder ein Wurmloch, okay. Felsen, hallo, Felsen, wo seid ihr? Da hinten liegt ja Holz rum. Eine Möhre ist gut, okay, nehmen wir. Ah, guck mal hier, ja, wir rennen jetzt den Weg runter. Da sind wir nämlich ganz schnell, sind wir da, da waren zwei Mohrrüben. Oh Mann, warum bin ich denn an den Mohrrüben vorbeigerannt? Hier, Blumen. Sehr cool. So. Ah, Nahrung. Kann ich nicht mehr essen? Dann leg die Tanzapfen weg. So, wir holen uns jetzt hier Felsen. Wir haben ja eine Spitzhacke, genau. Ein Felsen. Können wir nicht tragen. Oh, Mann, 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 Mann. Ich will aber keine Nahrung wegschmeißen. Was soll ich denn jetzt wegschmeißen? Einen Rucksack müsste ich mir auch kräften. Feuerstein, die Fackel. Okay, wir schmeißen die Fackel weg, weil... Salpeter will ich auch nicht haben. Weil wir haben ja das Feuerzeug, das können wir anstatt einer Fackel nehmen. Ja, Fackel. Felsen. Ja, jetzt kann ich mir eine Wissenschaftsmaschine bauen. Oder werden wir mal zurücklatschen, oder? Oder wollen wir noch ein bisschen nach Nahrung suchen? Meine eine Nacht wollen wir jetzt überleben mit dem, was wir da haben. Na, lass uns mal gucken. Oh, da liegt Holz rum, wie bescheuert. Und eine Hake. Mhm. Aha. Kann ich die Stapel hier... So ein Mist. Einen Rucksack brauche ich unbedingt. Oder eine Truhe. Ich bin ja jetzt... Es gibt ja auch Truhen da. Ich bin bis jetzt noch nicht... Wo ist denn das hier? Moor? Es hört sich aber nicht gut an hier. Die Atmosphäre ist mir hier ein bisschen gruselig. Hier gibt es bestimmt Moorgespenster oder Moorgeister. Ich will jetzt eigentlich nur ein bisschen was zu essen haben. Ah, eine Blume. Eine Blume, noch eine Blume. Oh. Kann ich den essen? Aha. Ich habe eben Schmetterlingsflügel gegessen. Wie findet dann das? Ich suche immer noch an Nahrung. Da ist wieder so ein Bienendingsbums. Bisschen Zeit haben wir noch. Wobei, jetzt kommt schon wieder diese Dämmerungszeit. Was ist das? Stachelbusch. Oh, guck mal. Wollen wir wetten, dass sie mich angreifen? Nee. Nicht so nah ran an die Dinger. Die sehen schon so aus wie so komische Krabbschände. Ah, eine Möhre. Sehr schön. Noch eine Möhre. Ach, das sind die beiden, wo wir vorhin dran vorbeigelaufen sind. Ah, krass. Gras.
Brauchen wir immer. Gras. Brauchen wir immer. Wir brauchen Gras. Mehr Gras. So, herrlich. Da liegt noch ein Tannenzapfen rum. Ich krieg hier gleich einen Zapfen. Warum liegt der denn da jetzt? Ach so. Hier könnte man theoretisch noch eine Hasenfalle hinbauen. Oh, noch eine Möhre. Eine Blume, okay. Noch eine Blume, okay. So, jetzt bauen wir hier mal die Wissenschaftsmaschine und stellen uns sie hier hin. Ja, Wissenschaftsmaschine. Nicht zu weit vom Feuer weg. So, jetzt können wir uns nämlich eine Schaufel craften. Ja. Ja. Ah, jetzt haben wir eine Schaufel. Sehr schön. Das ist schon mal sehr schön. So, drei Dinger müssen ja eigentlich für eine Nacht reichen, wa? Man kann sich übrigens... Ach, so ein Rucksack. Können wir einen Rucksack machen? Wir haben noch Seile. Wir haben noch Seile. Hm. Grasrüstung. Was ich jetzt brauche, wäre eine Truhe, eine Holzrüstung, Betäubungspfeil, Feuerpfeil. Mal gucken, was es hier alles so gibt. Das sind alles nur Geräte, okay. Kleidung wird es nicht sein. Hier bei Werkzeuge, vielleicht ist da eine Truhe dabei. Ein Hammer, wofür ist der denn? Zerlege Bauwerke, okay. Heugabel, Rasierklinge, ist wirklich nur Werkzeug. Nur Feuer. Überleben, okay. Vogelfalle, Kompass, Rucksack, Heilsalbe, Strohrolle. Strohrolle, Regenschirm, Käfernetz, Angel. Mehr gibt's noch nicht. Mist. Mehr kann ich noch nicht bauen. Ach doch, ich war nicht nah genug dran. Ich Idiot. Was gibt's hier? Guck mal, ein Hammer. Hier. Eine Heugabel und eine Rasierklinge. Okay, und hier? Ein Rucksack. Komm, dann machen wir den. Ah, okay. Was gibt's hier noch? Ein Schwert? Ein Speer. Eine Holzrüstung. Ein Speer, okay. Und eine Holzrüstung. Okay. Sehr schön. So, dann kochen wir jetzt mal. Müssen wir jetzt was essen? So. So. Und so. Und so. Samen, ach, eine Beere noch, okay. Und zwei Samen, die essen wir jetzt. So, jetzt ist die Nahrung wieder voll. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal, sagt euer UFO-Mann. Danke fürs Zuschauen, Daumen hoch vielleicht. Wenn es geht oder auch nicht, ist eigentlich auch egal, wie ihr wollt. Bei mir kann ja jeder machen, was er will, wisst ihr ja. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Auf Wiehö!